da sind Sie ja. Haben Sie Ihren Rundgang beendet? Ja. Was haben Sie für einen Eindruck? Eine merkwürdige Geschichte. Dumm, dass es hier passieren musste. In der ganzen Gegend wohnen sonst nur vornehme und reiche Leute. Ist das William? Ja. Wer war eigentlich dieser William Brown? Ein Australier. Likörliebhaber anscheinend. Und womit hat er sein Geld verdient? Mit gar nichts. Er muss von Haus aus Geld gehabt haben. Er war mal beim Geheimdienst, nicht? Ah, das haben Sie bestimmt in der Zeitung gelesen. Ja, während des Krieges war er bei der Abwehr. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Das werden wir herausfinden. Zu ärgerlich, dass es zu Beginn der Saison passieren musste. Darum müssen wir es möglichst verschleiern. Nicht verschleiern, entschleiern. Ich habe die Anweisung, den Fall diskret zu behandeln. Und deswegen haben Sie mich aus Paris hierher kommen lassen? Was soll ich überhaupt hier? Ausspannen, Ihr Leben genießen. Sie finden hier alles, was ein Mann braucht, um sich wohlzufühlen. Hier an der Riviera lebt man und lässt leben. Und darum musste Braun sterben? Ja. Curaçao, Chartreuse. Tja, weil er ein Messer zwischen die Rippen bekam und verblutet ist. Oder wollen Sie lieber einen Scotch? Ein Scotch. Und wie lange hat das gedauert? Ah, schmutzig. Die Frauen schwören, er sei aus dem Wagen gestiegen und bis an die Tür gegangen, ehe er starb. Mit dem Messer im Leib? Nein, nein. Ohne Messer. Oder? Wasser? Pur. Diese Frauen, mit denen er 10 Jahre gelebt hat, haben ihn 4 Tage lang hier im Haus behalten, tot. Und das bei diesem Wetter. Dann haben sie ihn im Garten vergraben und sind davongelaufen. Wann kommen die beiden? Sie sind schon unterwegs. Sie konnten mir nicht sagen, warum sie ihn so lange hier behalten und dort auf den Divan gelegt haben. Für mich gibt es nur eine Erklärung. Die beiden Damen haben in ihrer Versponnenheit gar nicht wahrgenommen, dass er nun als Leiche in ihrem Wohnzimmer lag. Ja, zum Teufel, da sind sie schon. Noch ein Scotch? Sie werden ihn brauchen für dieses Gespann. Die Tochter hat ein Parfum, das haut sie glatt um. Bitte, Madame. Warten Sie draußen, bis ich Sie rufe. Werden wir hier eigentlich nicht vorgestellt? Kriminalkommissar Maigret aus Paris. Merkwürdige Manieren. Guten Tag, Kommissar. Das ist meine Tochter Gina, die Witwe unseres armen William. Sie sind extra aus Paris gekommen, um uns aus den Klauen der Polizei zu befreien. Stellen Sie sich vor, Sie haben uns inhaftiert, als ob wir unserem armen William was angetan hätten. Kommissar Maigret wird uns schon verstehen. William kam zurück, um in meinen Armen zu sterben. Und uns in eine sehr unangenehme Lage zu bringen. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke sehr. Ich lasse Sie lieber allein. Gehen Sie auf die Terrasse, da haben Sie wenigstens frische Luft. Ja. Sagen Sie mal, was war er eigentlich für ein Mensch? Mein William war ein idealer Ehemann. Abend für Abend haben wir hier zusammengesessen. Saß er in diesem Sessel? Ja. Und was haben Sie gemacht? Ich habe mich mit Handarbeiten beschäftigt. Und ich habe jeden Abend gelesen. Und was hat er gemacht? Gar nichts, nur da gesessen und zugeschaut. Das genügte ihm vollkommen. Wie was? Ich verstehe nicht. Er hat 10 Jahre lang jeden Abend bloß da gesessen? Nein, manchmal hat er auch das Radio angemacht. William hat sich nur zu Hause wohlgefühlt. Das Eigenartige ist, der Kommissar sieht ihm irgendwie ähnlich, findest du nicht, Mama? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Sie haben doch nichts dagegen. Aber durchaus nicht. Mein armer, guter William rauchte auch manchmal Pfeife. Aha, aber reden wir vom letzten Samstag. Um wie viel Uhr ist er zurückgekommen? Es war so um 5, als er mit dem Wagen vorfuhr. Er stieg aus, stolperte den Gartenweg entlang. Das gehört nicht hierher, Gina. Und Sie nahmen an, er wäre betrunken. Und was passierte dann? Ich rief ihm vom Fenster aus zu. Wenn er wieder nüchtern wäre, dürfte er reinkommen. Das genügt. Sie haben mich von Ihrer Unschuld überzeugt. Oh, vielen Dank. Lieber Kommissar, ich wusste, Sie würden uns retten. Moment, Madame. Wenn Sie mir noch ein paar Fragen ehrlich beantworten, brauchen Sie nicht wieder ins Gefängnis zurück. Fragen Sie, was Sie wollen. Alles, nur nicht wieder ins Gefängnis. Ist er oft betrunken nach Hause gekommen? Nur, wenn er in der Stadt war, sein Geld abzuholen. Und das war am 1. jeden Monats. Samstag war aber der 5. Ja, wissen Sie, ich muss Ihnen etwas gestehen. Wir sind nicht ganz aufrichtig zu Ihnen gewesen. Ja. Nur aus Pietät, um dem Toten nichts Schlechtes nachzureden. Wenn er wegfuhr, um sein Geld abzuholen, ist er nie heimgekommen. Und wie lange blieb er fort? 2 oder 3 Tage. Manchmal auch länger. Aber sonst ging er nie weg. Woher bekam er dieses Geld? Das hat er uns nie gesagt. Er hasste es, über Geldangelegenheiten mit uns zu sprechen. Haben Sie eine Ahnung, wohin er fuhr? Wissen Sie, ich bin ihm 3 oder 4 Mal nachgefahren. Immer hat er seinen Wagen in einer Garage in Cannes abgestellt und verschwand. Bis er hier wieder auftauchte, blau wie ein Veilchen. Das Geld, das er mitbrachte, reichte kaum 2 Wochen. Warum haben Sie nicht die Polizei alarmiert? Das wäre doch Ihre Pflicht gewesen. Sie müssen verstehen, wir wollten die Villa nicht gerne verlieren. William und ich waren nämlich nicht offiziell verheiratet. Was mich immer sehr gestört hat, aber leider hatte er schon eine Frau. In Australien. Sie hätte vielleicht das Haus verlangt mit allem Inventar. Und ein Teil der Einrichtung gehört mir. Es existiert zwar ein Testament. Indem er alles mir vermacht hat. Wir finden es aber nicht. Wenn Sie das Haus behalten wollten, warum sind Sie denn fortgelaufen? Ich gebe zu, es war töricht von uns. Wir haben den Kopf verloren.
Wir waren überzeugt, dass William von irgendwelchen Gangstern überfallen worden war, die jetzt auch uns überfallen würden. Außerdem hatten wir uns überlegt, dass er vielleicht was mit Spionage zu tun gehabt hat. Die Spione hätten vermuten können, dass er noch lebte und dass wir ihn verstecken würden. Dann hätten sie uns bestimmt erschossen. Und darum haben sie ihn im Garten vergraben. Aber das war doch die beste Lösung. Haben Sie seine Taschen nachgesehen? Ja, es war nicht viel drin. Etwas Geld, ungefähr 500 Francs. Was noch? Nur Krimskrams. Würden Sie es bitte mal holen? Begleiten Sie sie, Madame. Alles, was wir uns genommen haben, gehörte uns persönlich, Kommissar. Das glaube ich Ihnen unbesehen, Madame. Übrigens, er war kein Gentleman, wie wir es in unseren Kreisen gewöhnt sind. Hm. Er lief manchmal im Pyjama herum, am helllichten Tag. In diesem Aufzug fuhr er uns zum Einkaufen. Oh, war mir das immer peinlich. Ich glaube, das hat er nur gemacht, um mich zu schockieren. Muss ein komischer Vogel gewesen sein, dieser William Brown. Diese Parfumwolke. Wie hat er das bloß 10 Jahre mit den beiden ausgehalten? 10 Jahre endloser Abende. Die Mutter mit ihrer Handarbeit, die Tochter mit ihren Kitschromanen. Und als einzige Abwechslung das Radio in dieser Eintönigkeit. Ein gutmütiger Esel. Der mir angeblich ähnlich sah. Nur hin und wieder stach ihn der Hafer. Das ist alles, was er in den Taschen hatte. Danke. Würden Sie es bitte dorthin legen? Hat William Sie mal in ein Café mitgenommen, in dem Spielautomaten waren? Oh, in ein solches Etablissement würde ich keinen Fuß setzen. Darf ich Sie jetzt bitten, nebenan zu warten? Wollen Sie sie etwa laufen lassen? Ja. Wo stammen die denn her? Die waren in seiner Tasche. Spielautomaten sind bei uns verboten. An der ganzen Riviera gibt's keine mehr. Wer sind Sie, Monsieur? Ich bin Jaja. Mir gehört dieser Laden. Sie sind wohl nicht von hier? Nein, aus Paris. Kriminalpolizei. Wohl wegen William. Kommen Sie rein. Ich hab geahnt, dass die Polente hier aufkreuzen wird. Habe ich dir nicht gesagt, Jan, dass sie uns eines das beehrt? Das ist Jan, er ist eine Seele von Mensch. Stört sie wohl nicht, wenn wir weiter essen, ne? Komm, ich geb dir noch Salat. Das Dumme ist, er versteht kein Wort, er ist Schwede. Oh, und das ist Sylvie, Williams Nichte. Natürlich nicht richtig mit ihm verwandt. Na, ich mach noch ein bisschen Salat. Der ist nämlich wie ein Scheunendrescher. Wohnen Sie hier? Manchmal schon, aber meistens woanders. Und wovon lebt sie? Was für eine dumme Frage, Kommissar. Aber sie ist ein guter Kerl. Haben Sie schon gegessen? Ja. Essen Sie trotzdem noch einen Happen mit. Ich koche gut, es wird Ihnen bestimmt schmecken. Aber wenn Sie nicht wollen, trinken Sie wenigstens Whisky. Hol ein sauberes Glas für den Kommissar, Sylvie. William hing sehr an ihr und hat rührend für sie gesorgt, wie ein Vater. War ein harter Schlag für sie. Ist zwischen William und ihr mal was gewesen? Nie. Wir waren nur befreundet. Frechheit von Ihnen, sowas überhaupt zu fragen. Mal langsam, Sylvie, der Kommissar hat so nicht böse gemeint. Setz dich hin und iss weiter, sonst wird dein Essen kalt. Ich gehe. Ja, komm heute Abend wieder, dann haben wir wenigstens Ruhe. Ja. Er ist Matrose auf einer Yacht. Ein gutmütiger Kerl, hat das Fleisch mitgebracht. Aber jetzt trinken Sie erstmal einen Whisky, das stammt noch von William. Darf ich ihn einschenken? Also ich werde mich jetzt anziehen. Sylvie ist ein Goldstück. Aber leider zu dünn. William hat das auch schon festgestellt. Hat er sie Ihnen ins Haus gebracht? Nein, William hat sie erst hier bei mir kennengelernt. Sie kam von Paris runter zur Saison. Eines Tages saß sie an der Theke und weinte. Das arme Ding hatte nicht mal Geld zum Übernachten. Darum habe ich sie aufgenommen. Bringt sie ihre Kunden mit her? Wo denken Sie hin? Nie. In Cannes gibt's genug Hotels. Und sie ist bei mir wohnen geblieben, weil wir Freunde geworden sind. Seit wann kennen Sie William? Schon seit vielen Jahren. Damals war er noch reich und hat sein Geld nur so zum Fenster rausgeschmissen. Wodurch hat er sein Geld verloren? Danach habe ich ihn nie gefragt. Ich bin ihn neugierig. War er letzte Woche hier? Ja, 4 Tage. Und hat er viel Geld ausgegeben? Geld? Och, er hat ein bisschen was zu essen eingekauft, ein paar Flaschen Whisky ausgegeben und die Gasrechnung bezahlt. War er irgendwie bedrückt? Bedrückt, William, doch nicht. Wissen Sie, wir nehmen das Leben hier von der leichten Seite. Man sitzt gern zusammen, trinkt ein Gläschen und was morgen ist, interessiert uns nicht. Und wie war das letzten Samstag? Er ist gleich nach dem Mittagessen fortgefahren. So gegen 2. 2? Er ist aber erst um 5 zu Hause aufgetaucht. Komisch, Sie sehen genauso aus wie William, wie Sie da sitzen. Und wo waren Sie, als er fortging? Ach, es war so schrecklich heiß und ich war so müde. Ich habe hier am Tisch gesessen, mir sind die Augen zugefallen.
Ich muss ein paar Stunden geschlafen haben. Der arme William. Hat er gesagt, wohin er gehen wollte? Ich habe ihn nicht gefragt. Fragen stellen ist bei uns nicht üblich. Na, gehst du jetzt fort, Schätzchen? Wann sind Sie Samstag weggegangen? Ungefähr 10 Minuten, bevor William ging. Hm. Wo sind Sie hingegangen? Was für eine alberne Frage. Zum Hafen runter? Hm, 3-mal dürfen Sie raten. Aber halten Sie mich nicht auf. Ich muss weg. Wiedersehen, Kindchen. Tag, Sascha. Ah, das ist Giovanni. Er ist Kellner im Casino. Guten Tag. Giovanni, findest du nicht auch, dass der Kommissar genau wie William aussieht? Kannten Sie William Brown? Flüchtig. Nur hör aber auf, Giovanni. Du hast William doch gut gekannt. Wie oft hast du mit ihm einen getrunken? Aber besoffen war Giovanni nie. Ich kam immer nur kurz vorbei, um einen Tipp weiterzugeben. Sie setzen auf Pferde? Hin und wieder. Ich komme nachher noch mal vorbei. Er wettet und verliert immer. Tja, Sylvie hat's nicht leicht mit ihm, das arme Kind. Aber er ist ein guter Junge. Und ein Mädchen braucht einen festen Freund. Wir alle brauchen Freunde. William war mein einziger, mein bester Freund. Er wird mir fehlen, mein William. Darf ich noch einen Whisky einschenken? Nein, vielen Dank, ich muss gehen. Sie können ruhig jederzeit wiederkommen. Vielen Dank. Schluss jetzt, das reicht für heute, Sascha. Was weißt du schon davon? William und ich waren vom selben Schlag. Was wissen Sie über die Liberty Bar? Oh, ein sehr komischer Laden. Über den waren wir uns lange nicht im Klaren. Anfangs hatten wir gedacht, Sascha würde mit Rauschgift handeln, aber das stimmt nicht. Also ganz harmlos? Natürlich. Die alte Schlampe hatte nur eine Schwäche für einen ganz bestimmten Männertyp. Für ältere Männer, die die Welt gesehen haben? Ja, so ungefähr. Sie sitzt mit denen zusammen, säuft und macht in Erinnerungen. Und was ist mit Silvis Freund, diesem Giovanni? Über den sind wir genau im Bilde. Wir beschatten ihn, weil er sich dauernd auf Rennplätzen herumtreibt. Ein illegaler Buchmacher, aber wir können es nicht beweisen. Tag, mein lieber Maigret. Sie leben ja noch. Ich dachte schon, Sie wären unter die Räder gekommen. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Übrigens, wollen Sie die Leiche noch sehen? Nein. Guillet? Ja? Rufen Sie bitte das Leichenschauhaus in Antibes an und sagen Sie, man kann den Sarg schließen. Sofort, Monsieur. Sein Sohn ist aufgekreuzt. William Brown hat einen Sohn? 3 Söhne und eine Frau in Australien. Sie haben eine Schaffarm und exportieren Wolle. Wahrscheinlich tragen Sie und ich auch irgendwas, das von Browns Schafen stammt. Was macht der Sohn hier an der Riviera? Er wickelt die Geschäfte auf dem Kontinent ab. Erst mal in Antibes, mal in Hamburg, mal in Liverpool, wo seine Schiffe gerade ankommen. Und was sagt er zum Tode seines Vaters? Er ruft dauernd an und fragt, wann endlich die Beerdigung sein kann. Ach nein. So eilig hat er es damit? Er wünscht, dass sie morgens 7 stattfindet. Stellen Sie sich vor, 7, mitten in der Nacht, nur damit niemand kommt. Da wird er leider Pech haben. Sagen Sie den beiden Damen Bescheid? Nein, das überlasse ich Ihnen, Boutique. Ich verständige die anderen. William hatte nämlich Freunde hier in Cannes, bei denen er ein- und ausging. Die müssen alle kommen und ihm die letzte Ehre erweisen. Meinen Sie nicht auch, dass die beiden Damen gesellschaftlich gar nicht zu ihm passten? Ja, die waren viel zu vornehm für ihn. Wo ist Harry Brown jetzt? Er hat in Jean-Lepin ein Appartement gemietet. In einem Hotel? Ja, im Provençal. Können Sie das hier sofort in der Liberty Bar abgeben? Hm? Es ist für Jaja. Gut. Danke. Ach, noch etwas. Da war noch ein gewisser Jan in der Liberty Bar. Fragen Sie mal nach, wo der am Samstag war. Gut, mache ich. Entschuldigen Sie, Sie wollten doch eine Liste von diesen Hotels. Die hole ich mir morgen früh ab, wenn ich Zeit habe und sie noch brauche. Was ist denn, Herr? Wollen Sie den Kommissar ja, jetzt gut, empfangen, Herr Brown? Sehr wohl, Sir. Wo wollen wir stehen? Einen Moment, bitte. Selbstverständlich. Mr. Brown lässt den Kommissar bitten, darauf zu kommen. Hallo? Ja? Ja, einen Augenblick. Entschuldigen Sie, Sir, hier meldet sich Stockholm wieder. Wollen Sie sprechen? Nein, ich will erst die Bankauskunft abwarten. Sagen Sie, wir rufen morgen Mittag an. Sehr wohl, Sir. Eine schnelle Lieferung ist allerdings nur gewährleistet, wenn der Hafenstreik in Genua noch diese Woche beendet ist. Andernfalls läuft das Schiff Neapel an. Wir würden Sie dann telegrafisch verständigen. Mit vorzüglicher Hochachtung. Und jetzt das Telegramm, wenn ich bitten darf, falls Hafenstreik Genua bis Donnerstag andauert, Prinz of Wales Neapel anlaufen. Verzeihen Sie die Störung, Sir. Kommissar Maigret wartet. Lassen Sie ihn hereinkommen. Er ist bereits hier, Sir. Ja. Ich habe aber nur 5 Minuten Zeit für ihn. Mr. Brown wird 5 Minuten für Sie Zeit haben. Nee. Und jetzt noch ein zweites Telegramm nach Berlin. Verhandlungen mit Stockholm sofort stoppen. Mr. Brown? Oh, nehmen Sie doch Platz. Moment mal.
Ein Treffen morgen 21.30 Uhr, Flugplatz Berlin-Tempelhof. Geben Sie das sofort auf, Miss White. Natürlich, Mr. Braun. Entschuldigen Sie, ich habe sehr viel zu tun. Ich muss morgen noch nach Berlin. Tja, die Sache ist wenig erfreulich. Womit Sie nicht Unrecht haben. Es ist nie sehr erfreulich, ein Messer zwischen die Rippen zu bekommen. Harris, schreiben Sie im Nebenzimmer weiter. Und lassen Sie auch die Anrufe dorthin legen. Jawohl, Sir. Das Beste ist, ich sage Ihnen die Wahrheit. Wenn Sie die nicht kennen, können Sie sich schwer ein Bild machen. Es würde jedenfalls länger dauern. Sehr richtig. Trinken Sie einen Whisky? Danke, ja. Mein Vater hat uns viel Kummer gemacht. Aber vergessen wir das. Jetzt ist er tot. Lassen wir den Frieden ruhen. Aber wenn Sie glauben, wir hätten ihn rausgeworfen und hier in Europa verkommen lassen, dann irren Sie sich gewaltig. Einen Schuss Wasser, bitte. Wie? So. So war es keinesfalls. Wie war es denn? Er hat uns verlassen. Er kam vor 3 Jahren auf einer Geschäftsreise nach Paris. Bis dahin war er ein solider, arbeitsamer Wolkow-Mann. Frankreich hat ihn verdorben. Was Sie nicht sagen? Er ist nie mehr zu uns nach Australien zurückgekommen, hat meine Mutter allein gelassen mit all den Schafen. Ich meine, mit einer der größten Schaffarmen von Australien. Aber die Schafe haben es doch anscheinend überlebt. Ich meine, die Farm. Nur weil es uns schließlich gelungen war, ihm die Geschäfte aus der Hand zu nehmen. Das war die einzige Möglichkeit, die Farm zu retten. Es ist unvorstellbar, wie er mit Geld um sich geworfen hat. Er liebte auch den Alkohol, hm? Ja, er muss in Champagner gebadet haben. Außerdem hat er ein Vermögen in den Casinos verspielt und Unsummen für Frauen und Pferde ausgegeben. Sein Hang zur Halbwelt muss erschreckend gewesen sein. Ersparen Sie mir Einzelheiten. Daraufhin haben Sie ihm die Nachschubquelle blockiert und ihm eine Rente gezahlt. Ja. Wie viel? Wir haben ihm jeden Monat auf eine Bank in Cannes $100 überwiesen. Also etwa 500 Francs. Hätten wir ihm mehr gegeben, hätte er ja doch alles durchgebracht. So meinen Sie. Und hat er nicht mal den Wunsch geäußert, später nach Australien zurückzukehren? Er hat zwar hin und wieder geschrieben und uns gedroht, dass er zurückkommen würde. Aber wie ich ihn kenne, hat er das nur gemacht, um uns zu ärgern. Ja, sicher. Ernst hat er das nie gemeint. Er war viel zu sehr dem französischen Schlendrian verfallen. Im Negativen natürlich. Er hat nichts mehr wichtig genommen. Genau das. Aber das Schlimme dabei ist, er hat sich anscheinend dabei wohlgefühlt. Ist ja nicht zu fassen. Tja, Kommissar, die 5 Minuten wären vorbei. Entschuldigen Sie vielmals, aber ich habe noch sehr viel zu tun. Nur eine Frage noch, Mr. Braun. Wo waren Sie letzten Samstag zwischen 2 und 5? Letzten Samstag? Da war ich in Marseille. Wann sahen Sie Ihren Vater das letzte Mal? Vor etwa 3 Jahren. Hm, das wär's dann wohl. Ich danke Ihnen, Mr. Braun. Wir sehen uns ja noch. Guten Morgen. Oh, Kommissar, die Frauen dort. Kennen Sie denn die beiden nicht, Madame? Nein, wer sind Sie? Trauernd. Sie haben auf unserer Beerdigung nichts zu suchen. Ist noch so viel Zeit, dass Sylvie schnell ein paar Blumen kaufen kann? Ja, das schafft sie noch. Dann geh schnell. Mama, warum haben wir nicht an Blumen gedacht? Zu ärgerlich. Dabei haben wir so herrliche Blumen. Sind das die Frauen, mit denen er zusammenlebte? Mhm. Oje, armer William. Haben Sie was über Jan erfahren? Er ist Matrose auf einer Luxusjacht. Ich habe gestern noch mit dem Besitzer gesprochen. Er hat gesagt, dass er Samstag frei hatte. Mhm. Ich habe Ihnen auch die Liste der Stundenhotels mitgebracht. Kontrollieren Sie jetzt das Mädchen? Hm. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Ich werde mir auch Williams Foto mitnehmen. Aber sie war nicht sein Typ. Gegen dürre Frauen hat er was. Trotzdem, man kann nie wissen. Ist dieser Mann hier mal abgestiegen? Kann sein, kann nicht sein. Ich merke mir keine Gesichter. Geben Sie mal das Buch her. Ach, Sie Optimist, bei uns trägt keiner seinen richtigen Namen ein. Vielleicht kennen Sie die hier. Ach, du liebe Zeit. Ja, die ist oben. Zimmer 4. Monsieur und Madame Laroche. Albert? Ja? Hat Nummer 4 was zu trinken bestellt? Nein, nicht mal Wasser. Da werden Sie bald runterkommen. Wenn Sie was trinken wollen, während Sie auf Sylvie warten, da drüben ist ich ein Café. Ich bin Polizeibeamter. Und Polizeibeamte sind auch nur Menschen. Zuerst habe ich gedacht, das wäre der von letzter Woche. Du weißt doch, der Verrückte, der mit dem ganzen Arm voll Blumen ankam. Auf so eine Ähnlichkeit. Moment mal. Ist das der Mann, der mir ähnlich sieht? Der Mann mit den Blumen? Das kann ich nicht sagen. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht genau. War der Mann mit den Blumen mit Sylvie hier? Kann ich auch nicht sagen. Am besten Sie fragen Sie selbst. Gut, wann war er hier? War das letzten Samstag? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Und Sie? Wissen Sie, wann er hier war? Nein. Wo ist das nächste Blumengeschäft? Da gleich an der Ecke. Mademoiselle?
Geben Sie mir meine Tasche. Was ist denn? Ich muss sofort Setzen weg. Setzen Sie sich wieder hin. Mit wem waren Sie hier? Mit Giovanni? Ich habe ihn vor der Beerdigung auf dem Friedhof gesehen, aber nachher habe ich ihn vermisst. Haben Sie ihn hier getroffen? Nein, nein! Schnell das Polizeipräsidium, Inspektor Boutique. Lassen Sie mich los. Ich lege Ihnen gleich Handschellen an. Ist doch Polizeipräsidium. Das Gespräch müssen Sie aber bezahlen, auch wenn Sie von der Polizei sind. Polizeipräsidium dort? Ja, hier Hotel Beau Séjour. Ja, stimmt schon, ich habe Sie angerufen. Inspektor Boutique. Einen Moment. Boutique, Maigret. Braun will heute abfliegen, das muss verhindert werden. Erzählen Sie ihm, was Sie wollen, aber halten Sie ihn auf. 60 Centim. Machen Sie mal Ihre Tasche auf. Nein. War keine schöne Beerdigung, Jan. Nein? Ich wollte so richtig schön weinen, aber es ist keine Träne gekommen. Nein, Beerdigungen sind nichts mehr für mich. Und dann noch der weite Weg zum Grab. Ich dachte, meine Pedale würden mir abbrechen. Füße krank. Plattfüße. Gib noch einen Whisky für mich aus. Whisky, ja? Doch, also, ja. Bist du schon wieder da? Verschwinde. Na los, hau ab. Geh schön, Jan. Komm nachher wieder. Hinsetzen. 20.000 Francs. Sylvie, um Gottes Willen. Von wem hast du das? Von Harry Brown. Was haben Sie dazu zu sagen? Nichts. Ich warte. Von mir aus können Sie warten, bis Sie schwarz werden. Auf die Tour nicht. Aber Kommissar, warum regen Sie sich so auf? Trinken wir lieber ein und vertragen wir uns. Was sagen Sie zu diesem Geld? Oh, das sind schöne neue Banknoten. Das kann sie nicht in einem Jahr verdienen. Und sie hat sie in 20 Minuten bekommen. Wieso? Vielleicht hatte sie während der Beerdigung sie verliebt. Ach, Sie bleiben wohl noch eine Weile. Genau. Und wie lange wird das ungefähr sein? Bis einer von euch endlich den Mund aufmacht. Oder inzwischen jemand kommt, der kassieren will. Sie werden längst nicht so böse, wenn Sie einen trinken würden. Aber dann bitte ein sauberes Glas. Sascha, ist Silvi da? Verschwinden! Moment, mein Junge! Giovanni, halt ja die Klappe! Verstanden? Was sollte ich auch sagen? Ich habe nichts zu sagen. Sie können sich bei ihr für das Geld bedanken. Was für Geld? Das sie bekommen hat. Ich verstehe das alles nicht. Wo kommen Sie her? Vom Polizeirevier. Ich habe meinen Pass erneuern lassen. Sie sind Italiener? Geboren in Mailand. Wann haben Sie Harry Brown kennengelernt? Wer ist das? Williams Sohn. Sie sind nicht gefragt. Also, jetzt hören Sie mal zu. Sie sind doch der Liebhaber von Sylvie, stimmt's? Wir sind befreundet, weiter nicht. Das können Sie Ihrer Großmutter erzählen. Sie sind, um es ganz deutlich zu sagen, Ihr Zuhälter. Wieso hat ihr Brown eine solche Summe gegeben? Sie hat ihm gefallen. Ist ja zu verstehen, sie ist schließlich sehr reizvoll. Kinder, vertragen wir uns doch. Trinken wir sich einen zusammen, ist ja schrecklich mit euch. Ich will wissen, wie Sie an das Geld gekommen sind. Ich gebe Ihnen 30 Sekunden. Hallo, Sascha. Was wollen Sie? Ein Bier. Die Bar ist vorübergehend geschlossen. Versteh doch, Sascha. Was Sie zu sagen haben, sagen Sie mir. Was will denn dieser Heinige? Die 30 Sekunden sind gleich um. Ich verhafte Sie und Sie auch. Aber nicht Sascha, sie hat nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie können aber nur die Sylvie verhaften, meine Sascha. Kleine Sylvie. Das ist nicht so tragisch. Du hast gut reden. Meine Sylvie, jetzt geht ihr. Nein. Oh. Nein. Aber ich bitte Sie, Mr. Brown versucht schon seit Stunden, Inspektor Boutique zu erreichen. Sie werden doch bestimmt wissen, wann er wiederkommt. Geben Sie her. Miss Wright soll das hier abschreiben und fangen Sie an, die Koffer zu packen. Jawohl, hier, Brown. Ja. Hören Sie, ich muss unbedingt heute mit der Abendmaschine nach Berlin. Mich erwarten dringende Geschäfte. Die Papiere von dem Haus meines Vaters können Sie mir nachschicken. Ich soll hier warten, bis Sie fertig sind? Das ist doch völlig albern. Na bitte? Also hören Sie zu. Bestellen Sie, Inspektor Boutique, dass ich heute Abend fliege. Was wollen Sie? Wie? Am Abflug hindern? Ich höre wohl nicht recht. Setzen Sie sich mal dann. Aus welchem Grund denn? Das ist doch mehr als grotesk. Sagen Sie dem Inspektor, er möchte mich anrufen, sobald er zurück ist. Also, Madame? Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Sie sprechen, aber ich weiß nicht mehr. Ich nehme an, es betrifft meinen Vater. Oh nein, ich will ja mehr.
Ich soll Ihnen etwas bestellen, im Auftrag von Giovanni. Er hat mich so darum gebeten. Giovanni? Mhm. Ja, Silvis Freund, der ist so ein guter Junge. Schön, er verspielt ein bisschen Geld beim Pferderennen. Aber wenn es da nicht ausgibt, gibt man so anders aus. Also, was ist? Giovanni hatte kaum Zeit, mit mir zu reden. Er sagte, wenn du zu ihm gehst, er wird mich rausholen. Rausholen? Woraus? Sie haben ihn doch ins Kittchen gesteckt. Ach nein. Er sagte, Sie werden ihm helfen. Sie müssen ihm helfen. Sie wüssten warum. Tut mir leid, da kann ich nichts machen. Und Silvi haben Sie auch eingesperrt. Sie erlauben, dass ich Ihnen jetzt ein Taxi bestelle. Er sagte, wenn er bei der Polizei auspackt, wäre es bitter für Sie. Wollen Sie mich erpressen oder was sonst? Erpressen? Haben Sie meinem Vater nicht schon genug Geld abgenommen? Was? Schuftsi! Miststück! Meine Hund! Warum ist sie gekommen? Um ihre Freunde aus dem Gefängnis loszueisen. Warum waren Sie mit Silvi in diesem Hotel? Eine äußerst indiskrete Frage, Kommissar. Sie haben ihr 20.000 Franken gegeben. Wollen ihr aber jetzt nicht helfen? Nein. Warum nicht? Ich habe schon genug für Sie getan. Für die 20.000 Franken habe ich das Testament meines Vaters gekauft. Oh, so ist das. Gleich nach der Beerdigung kam ein Mann zu mir. Ich glaube, er hieß Giovanni. Er zeigte mir eine Kopie. Das Original könnte ich kaufen, wenn ich zu Silviens Hotel käme. Und wie kam Giovanni daran? Er hat es gestohlen, als mein Vater betrunken war. Und nachdem Ihr Vater tot war, haben Sie es zurückgekauft? Das war nur meine Pflicht. Ich dachte, Ihr Vater hätte nichts zu vererben. Das Testament ist im Grunde auch wertlos. Moralisch gesehen gehört alles meiner Mutter. Und rechtlich? Rechtlich war da noch etwas unklar. Er kämpfte immer noch um seine sogenannten Ansprüche. Er wusste, dass es aussichtslos war, aber er gab nicht auf, nur um uns zu ärgern. Er nahm sich irgendwelche Winkeladvokaten, um den Streit in Gang zu halten und schickte uns dann die Rechnungen. Sein Tod muss für Sie eine Befreiung gewesen sein. Ja, wenn er gestorben wäre, ohne dieses Testament zu hinterlassen. Aber Sie sehen ja, wem er sein nicht vorhandenes Vermögen großzügig vermacht hat. Madame Martin, Gina, Jaja, Sylvie. Diese unmögliche Person. Stellen Sie sich vor, die würden alle zusammen in Australien aufkreuzen. Sylvie, Jaja, Gina. Ja, und ihre absurden Ansprüche auf unseren Besitz erheben. Ich glaube, Ihr Vater hat sich das als Witz ausgedacht. Sicher. Aber ein peinlicher und geschmackloser Witz. Naja, das passt zu ihm. Ist es in Australien erlaubt, ein Testament zu vernichten? Ich würde nie gegen das Gesetz verstoßen. In keinem Land. Außerdem habe ich das Testament ja Ihnen gegeben. Tun Sie damit, was Sie wollen. Aber ich versichere Ihnen, dass die Familie... Braun am Ende doch siegen wird. Allerdings. Können Sie beiden, dass Sie erst nach der Beerdigung von dem Testament erfahren haben? Ja. Ich bin diesen schrecklichen Leuten nie vorher begegnet. Und ich hoffe, es war das letzte Mal. Verzeihen Sie die Störung, Sir. Sie stören nicht. Ich bin schon weg. Bestellen Sie meinen Flug ab. Ich dachte, wir wären hier fertig. Aber jetzt scheint es richtig anzufangen. Sind Sie sicher, dass William Brown die Blumen in dem Laden gekauft hat? Ziemlich sicher. Jedenfalls will ich die Frauen dort sehen. Gut. Guillet? Monsieur? Gehen Sie in die Liberty Bar und bringen Sie Jaja in das Blumengeschäft gegenüber vom Hotel Beau Séjour. Ich hole die beiden Damen, wir treffen uns dort. Guten Abend. Guten Abend, Monsieur. Was darf es sein? Ich brauche Ihre Hilfe. Hat dieser Mann hier Blumen gekauft? Ja, ich erinnere mich genau. Er war so charmant. Und wann war das? Warten Sie, ich glaube letzten Samstag. Ja, am Samstagnachmittag. Er hat einen Riesenstrauß gekauft und zum Schluss noch eine von diesen hier. Fürs Knopfloch. Er sah damit so komisch aus. Zu manchen Männern passt einfach keine Blume. Zu Ihnen passt sie aber sehr gut. Danke. Gefällt sie Ihnen? Mhm. Dann werde ich sie Ihnen verehren. War er in Begleitung? Nein. Hat draußen jemand auf ihn gewartet? Nein, ich vermute, sie hat im Hotel auf ihn gewartet. In Beau Séjour? Ja, ich bin sonst nicht neugierig, aber weil er so nett war, habe ich ihn von der Tür aus beobachtet. Sie können das Hotel von hier aus genau sehen. Er ging über die Straße und verschwand im Hotel. Ah, kann ihn sonst noch jemand gesehen haben? Das ist möglich, es standen einige Leute vor dem Hotel. Frauen? Ja. Können Sie eine von ihnen beschreiben? Ach, wissen Sie, auf Frauen achte ich im Allgemeinen nicht so besonders. War die dabei? Nein. Dieses Mädchen wäre mir ganz bestimmt aufgefallen. Die habe ich am Samstag nicht gesehen. Es kommen übrigens gleich drei Frauen, die ich hierher bestellt habe. Würden Sie mir sagen, ob Sie eine von ihnen wiedererkennen? Es ist zwar schon sehr spät, aber Ihnen zuliebe werde ich offen halten. Das ist reizend, Madame. Als ich ihm die Blume angesteckt habe,
Da hat er mich angesehen, als ob er mich küssen wollte. Mhm. Es hat nicht viel gefehlt. Ach, wissen Sie übrigens, dass Sie ihm ähnlich sehen? So. Noch eine Frage. Kennen Sie diesen Mann? Giovanni Ambrosini. Nein, dieser Mann würde mir nie auffallen, wenn er mir begegnen würde. Er ist nicht mein Typ. Da kommen Sie. Sie wissen Bescheid. Was sollen wir denn in diesem Blumengeschäft? Guten Abend, Madame. Oh, Kommissar, welche Überraschung. Kommissar Maigret. Verzeihen Sie, wenn ich Sie hier gebeten habe, aber ich muss Ihnen eine Frage stellen. Als William Samstag nach Hause kam, hatte er da eine Blume im Knopfloch? William hat nie eine Blume im Knopfloch getragen. Er war gar nicht der Typ. Danke. Darf ich Sie bitten, sich ein paar Blumen auszusuchen? Kommissar, Sie sind zu liebenswürdig. Oh, das finde ich ja reizend. Ich glaube nicht, dass ich Sie schon mal gesehen habe, aber genau weiß ich es nicht. Überzeugen Sie sich noch mal. Ja. Ach, bitte, Madame, wofür haben Sie sich entschieden? Hat Giovanni schon ausgepackt? Noch nicht. Sie kennen ihn auch nicht. Das Beste ist, Sie verhören ihn weiter. An Sylvie? Die überlassen Sie ruhig mir. Ich werde die beiden Damen abschieben und zu Ihnen ins Büro kommen. Ja, gut. Wo ist Jascha? Sie war nicht da. Die ist sicher unterwegs hängen geblieben und lässt sich volllaufen. Kommen Sie, Guillet. Was haben Sie rausbekommen? Er gibt zu, dass er bei Harry Braun war und dass er William später das Testament gestohlen hat. Und weiter? Vor einem Monat hätten sie alle bei Jascha Williams Geburtstag gefeiert. William soll plötzlich sein Testament aus der Tasche gezogen und es dann hin und her geschwenkt haben. Und wann hat Giovanni es gestohlen? Letzten Freitag. Er sagte, er wollte davon nur eine Kopie machen lassen und es ihm dann wieder zuschicken. Mhm. Aber tags darauf war William tot. Sehr günstig für ihn. Wusste Jascha, dass er es gestohlen hat? Nein, auch Sylvie nicht, wie er behauptet. Aus Sylvie werde ich nicht schlau. Hat sie bei Ihnen ausgesagt? Hm. Gibt sie wenigstens zu, dass William die Blumen für sie gekauft hat? Sie gibt gar nichts zu. Sie tut überhaupt nicht den Mund auf. Es wird so gewesen sein. Harry Braun erfährt von dem Testament. Er schlägt den anderen vor, seinen Vater William umzubringen. Daraufhin lockt Sylvie William an den ausgemachten Ort. Giovanni begeht die Tat und das Geld dafür bringt Harry Braun Sylvie ins Hotel. Denken Sie, Harry Braun möchte für den Rest seines Lebens erpresst werden? Dann haben Sylvie und Giovanni ihn allein umgebracht. Das Testament geschnappt und sich damit an Harry Braun herangemacht. Möglich wäre es, aber Sylvie hing doch sehr an ihm. Angenommen, Giovanni war eifersüchtig. Sylvie zieht mit William ab. Giovanni folgt den beiden und, blind vor Eifersucht, überfällt er ihn und ersticht ihn. Dann droht er Sylvie, ihr würde dasselbe blühen, wenn sie den Mund aufmacht. Nein, ich glaube nicht, dass Giovanni Sylvie mit solcher Leidenschaft liebt. Umgekehrt wird das sein. Aber wo ist dann die Lösung? Jaja ist die Einzige, die Sylvie zum Reden bringen könnte. Soll ich sie suchen lassen? Nein, ich schaue selbst nach, ob sie inzwischen da ist. Sagen Sie Bescheid, man soll Sylvie freilassen und sie nach Hause bringen. Ich will aber vor ihr da sein. Ja, ist gut. Oh. Ja, ja, Füße kaputt, nicht mehr laufen kann. Ja, sie ist ja auch heute viel herumgelaufen. Was war letzten Samstag? Wo waren Sie am Samstag zwischen 2 und 5? Ich hier. Allein, niemand da, alle fort. Alle fort? Hm. Jaja war auch nicht hier? Nein. Ach, was wollte ich denn eigentlich? Ach ja, ins Trinken. Ein Glas. Das ist ja ein Glas. Sie legen sich am besten im Moment hin. Hat William hier geschlafen? Da auf der Couch. Wo soll er sonst schlafen? Und Sylvie? Wenn sie hier war, in meinem Bett neben mir. Jaja, wissen Sie genau, dass William nicht in Sylvie verliebt war? Quatsch, er hat sie gern gemocht, weiter nichts. Genau wie er mich gern gemocht hat. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich muss jetzt unbedingt einen trinken. Ich brauche einen. Nein, wirklich. Noch nicht. Oh, meine arme Sylvie. Wie heißt nur das Gefängnis, wo man sie hingebracht hat? Diese Arme muss da die Schnauze halten. Man darf da noch nicht mal weinen. Aber da kommen Sie doch nicht hin. Nur Sylvie. Sylvie, nein, nicht Sylvie. William und ich haben eine Flasche aufbewahrt. Eisenreserve. Was haben Sie da sonst noch drin in dem Koffer? Gar nichts. Williams Sachen, ich habe das andenken behalten. Sie haben William geliebt, habe ich recht? Wir haben es verstanden, wir waren vom selben Schlag. Sie haben ihn geliebt. Und er hat mich geliebt.
Wo haben Sie die her? Jaja! Helfen Sie mir! Sie ist krank. Holen Sie einen Arzt. Ja, sofort. Wo haben Sie die Blume her? Das ist doch dieselbe. Jaja! Nein! Das ist deine Schuld! Du hast ihn mir weggenommen! Sylvie, wie konntest du mir das an? Das ist nicht wahr, ich schwör's dir, Jaja! Ich habe alles für dich getan, alles hätte ich dir gegeben, aber nicht William! Es war doch nur einmal, nur weil ich ihn endlich loswerden wollte. Ich werde nie den Blick vergessen, den du ihm zugeworfen hast, als du rausgingst. 2 Minuten später ging William fort. Und Sie sind ihm nachgegangen? Er hat dir Blumen gekauft. Ich habe die Blumen nicht gewollt und ihn schon gar nicht. Sie war nicht allein, sie hatte Giovanni, aber nein, sie musste auch noch William haben. Das ist nicht wahr. Niemals hätte ich ihr William weggenommen. Das schwöre ich Ihnen. Ich liebe Giovanni. Ich hätte ihn nie wegen William aufgegeben. Ich habe ein Messer gekauft. Ich wusste, dass er nach Hause fährt. Wo haben Sie auf ihn gewartet? Oben, kurz vor seiner Villa. Er machte die Wagentür auf. Und ich sagte, das ist für die Blumen, du Schuft. Und er sagte, verzeih mir, Jaja. Dann zog er das Messer raus, gab es mir zurück und sagte, wirf es weg. Und dann nahm er die Blume aus seinem Revier und gab sie mir. Er startete den Wagen und fuhr los. Er fuhr von einer Seite auf die andere. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Soll sie gesund werden, um im Gefängnis zu sterben? Schnell, einen Schluck Wasser. Ob sie mir verziehen hat? Aber natürlich hat sie das. Essen Sie noch hier oder im Zug? Im Zug. Ein Angebot von Harry Brown. Er ist bereit, den 4 Damen 50.000 Francs zu zahlen. Ganz hübsche Summe. Für jede von den 4. Er weiß nicht, dass es nur noch 3 sind. Das müsste man ihm sagen. Dass sein Vater von einer dicken alten Frau aus Liebe umgebracht wurde? Das wird er nicht begreifen. Denn Liebe und Eifersucht hält er für eine typisch französische Gefühlsduselei.